Moin Leute, damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Transportfieber. Ja, wir befinden uns ja hier in dem neuen Bahnhof von Usingen und ja, okay, der Gegenzug kommt da schon. Okay, krass. Was kann man denn noch so machen? Ich habe mir vielleicht überlegt, die Güter hier nach hinten zu transportieren, aber das ist doch schon ziemlich weit, sagen wir mal so. Ich dachte da heute eher an die Optimierung der Trasse, dieser Gütertrasse. Holy shit. Da muss ich gerade einen Ton rausschneiden. Holy shit. Deshalb habt ihr mal kurz keinen Ingame-Ton gehört, aber okay. Das muss ich umändern. Weil Windows bekommt jetzt Benachrichtigungen, wenn mir jemand auf YouTube schreibt. Alter Schwede, ist das laut. So, wir müssen das hier optimieren. Wie machen wir das denn am blödesten? Wir könnten... Warte, Moment, wie viele Linien haben wir denn hier insgesamt? Zwei da, drei da. Okay, und die sollten sich, wenn möglich, wenig kreuzen. Ist natürlich nicht immer möglich. Aber wie machen wir das? Ich glaube, ich weiß, wie wir das machen, aber da bräuchte ich. Da müsste ich ja fast den ganzen Zugverkehr einstellen. Holy shit. Ich lege hier zumindest schon mal ein drittes Gleis. So, weil dann hätten wir das schon mal. So, wie bauen wir den um? Wenn wir den erweitern wollen, dann kommt das dritte Gleis nach oben hin. Okay, das wäre eigentlich ja nicht schlecht. Wir könnten natürlich auch an dem hier ein drittes Gleis bauen. Ich glaube, das wäre sogar die einfachere Variante. Das heißt tatsächlich, ich muss den schönen Bahnhof mit den ganzen Gütern abreißen. Oh je. Okay, warum ist der Ton bei mir? Da muss man kurz leise stellen. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir den noch richtig drehen. Also in etwa... Oh, gehen wir nicht auf den Zeiger. In etwa wäre das ja dann hier. So, hier geht er noch das Gleis vorbei. Geht nicht vorbei. Dann machen wir das da vielleicht dann doch zum Stumpfgleis. Also im Grunde so. Und da fahren wir, da lassen wir dann die zwei Gleise weiterführen. Dass wir dann hier die Straße rüberbauen können. So, eigentlich so knapp wie möglich. Am besten so. Okay, der hat noch Anbindung, sehr schön. Das ist sehr gut. So, müssen wir hier die Anbindung an das bestehende Gleis etwas anpassen.
Da haben wir jetzt 113. Naja. Vielleicht kriege ich auch hier. Naja. Ah, jetzt mal so und so. Weil dann kommt logischerweise hier die Doppelkreuzweiche rein. So, und von hier da hoch wären es dann, ja, 112 können wir lassen. Dann kommt hier die Straßenverbindung rein. Oh. Ja, komm. Ja gut, aha, ja gut, der Zug muss ja da eh raus beschleunigen, das heißt, es ist eigentlich, macht eigentlich nicht so viel aus. Dann können wir das eigentlich im Grunde so bauen. So, einmal da, einmal da, einmal da. Da bauen wir dann noch ein Ausfahrsignal. So, und jetzt die Seite. Jetzt wird's ein bisschen kriminell, kann man schon fast sagen. Und zwar kommen wir, was habe ich jetzt geplant? Ich glaube, einfach zwei, also zwei Gleise. Dann raus eins. Genügt es? Ich hoffe. Das heißt auch, das hier wird umgebaut. Und zwar kommt das ab sofort hier rein. Da ist ein Signal. So, die Seite kommt ab sofort hier rein. So, die Seite geht hier weiter. Die muss ich elektrisch machen. Oh, hoppen da. Muss ich das doch elektrisch machen, dann machen wir die nicht elektrisch. So, wunderbar. Ja, stimmt, hier ist der eine Zug, ja, stimmt. Dich drehe ich auf jeden Fall schon mal um, weil du musst natürlich in die Richtung fahren. So, und wir müssen natürlich auch von hier nach hier drüben gelangen. Und zwar im Grunde ja so, wunderbar. Das hätten wir jetzt nicht elektrisch gebraucht. So. Das brauchen wir ja hier eigentlich auch alles nicht elektrisch. Ja, ist egal. Dann haben wir hier das Einfahrgleis, da das Ausfahrgleis, das kreuzt sich hier. Klar könnte man das jetzt auch mit einer Brücke lösen, aber ja. Aber so, du kommst jetzt da rein und du fährst wahrscheinlich dann auch dann über das da hinten raus. Das heißt, wir machen das mal weg.
Das heißt, wir machen als Folgezeit. Oh, jetzt habe ich. Nein! Jetzt habe ich da zu viel angerissen. Ich mache jetzt einfach erstmal alles ohne Oberleitung. Denn hier lassen wir die beiden anliefern und hier holen wir ab. Genau. So. Das heißt, ich bräuchte eine Verbindung. Jetzt mache ich hier erstmal die. Signale. So, dann brauche ich eine Verbindung von hier nach hier, die, wenn möglich, recht schnell ist. Bau nicht möglich. Hm. 108. Machen wir mal 109. Und wir brauchen eine Verbindung von hier nach da drüben. Da hat es eine Kollision. Das ist dumm. Das ist ziemlich dumm. Müssen wir die etwas länger ziehen? Oder wir ziehen erst die. Können wir auch machen. Okay, bis hier geht's. Dann bauen wir die mal bis hier. Und das geht dann nicht mehr. Was aber arg dumm ist. Okay, bauen. Nee, geht auch nicht. Okay, fangen wir mal von hier an und bauen darüber. Da haben wir hier 69 drin, ey. Och, nee. 105. 107. Ah, okay, das würde ich annehmen. Und würde dann hier eine DKW reinbauen. Da brauchen wir sie nicht. So, dann brauchen wir noch eine Verbindung von hier nach da drüben. So, das wär's im Grunde auch eigentlich. So, das ist ab sofort auch ein Einfahrgleis. Genau, und dann wollte ich noch. Ach, die Weiche ist ewig groß. Krass. Kann ich da bestimmt auch hier abreißen, wa? Ja. Weil ich möchte natürlich auch noch hier rausgehen, um den Verkehr etwas zu, ja, klein zu halten, sagen wir mal so, bei der Ausfahrt. Mache ich hier die ersten paar Meter. Machen wir hier vierspurig. Und dann gehen wir hier über. So. Das ist wunderbar. Aber hier brauchen wir einen sehr kurzen Takt. Was natürlich auch viele Signale bedeutet.